Einmal im Monat steht die Jazz-Session im Fellmeyer-Himmel unter einem ganz speziellen Thema. Diesmal war das Wienerlied an der Reihe. In meinem Herzen waren den Sehnen, aus meinen Augen fielen Tränen, am stillen Waldrand, wo längst mein Liebchen fand. Drum in der Lobau, wenn ich das Platz jeden Donnerstag fixes Programm, aber das Besondere ist, es gibt auch immer wieder Schwerpunkte. So wie heute, Wienerlied, verswingt. Wie kommt man auf die Schwerpunkte? Naja, man schaut sich ein bisschen die Musikszene an und schaut, was für Lieder das gibt, die wir noch nicht im Repertoire haben und das wirklich was hergibt. Und das Wienerlied ist halt für unser Kolorit genau das Richtige eigentlich auch. Aber es gibt genauso ein Schwerpunkt mit Musical-Melodien, ein Schwerpunkt mit Disney-Melodien und das versuchen wir einmal im Monat eben einzubauen. Die Freude ist uns sicher sichtlich anzusehen und durch die Session wurden wir ja eigentlich so Multi-Instrumentalisten, wenn man das so nennen darf. Also ich hab eh Orgel gleich gelernt und Klavier halt dann ein bisschen dazu gemacht und auf das spezialisiert und Saxophon, was ganz anders ist, ist eigentlich erst durch die Session dazugekommen, also wie bei vielen anderen auch. Und ja, ich finde es eine gute Idee, weil man da gleich alles präsentieren kann und nicht daheim im kleinen Zimmer üben muss. Und ja, also ich finde es eine gute Idee, mehrere Instrumente auch hier in den Rahmen präsentieren zu können. Und ja, Freude ist immer da. Und es macht mehr Spaß. Es macht jeden Spaß und wir machen es ja alle freiwillig. Es ist jeder eingeladen, auch mitzuspielen. Und die Freude ist das Wichtigste. Das hat er ganz groß auf die Dorfe geschrieben. Und damit er nicht blamiert ist, so sind wir es auch. Gelernt haben wir nichts, aber wir sind auch noch geil. Denn unser Vater ist ein Hauswirt und ein Seidenfabrikant. Man muss ja das Ganze umschreiben. Wie verswingt man zum Beispiel ein Wienerlied? Ja, man besorgt sich einmal Originalnoten und schaut, was da aufgeschrieben worden ist. Und dann schreibt man das meistens so um, dass ein Jazzmusiker, der den Swing ja im Blut hat, das so spielt, wie es gemeint war. Weil die Wienerliednoten sind ursächlich alle, wie man als Musiker sagt, gerade aufgeschrieben. Das heißt, ich habe eine punktierte Achtel und ein Sechzehntel. Das spielt im Prinzip der Jazzer von selber, das brauchst du ihm nicht erklären. Und so schreibt man das ihm um. Und dann geht es noch darum, dass man bei vielen Liedern ja immer wieder Solos einbaut. Das heißt, man muss die Form des Liedes auch so ändern, dass man es endlos im Kreis spielen kann, genauso wie im Jazz. Wienerlied hat ein bisschen eine Jazz-Seite drin eigentlich, also kommt darauf an, wie man es arrangiert oder auslegt. Das geht eigentlich, also Disney auch teilweise, es ist immer wie Swing dabei. Am schwierigsten ist vielleicht die Fetenknaller, sagen wir mal, im Fasching, aber dass halt der Spaß im Vordergrund steht. Aber es geht eigentlich, also man findet immer Elemente, die irgendwie mit Jazz zu verbinden sind. Heute ist das Wienerlied, was ist das nächste Mal? Genau, also heute haben wir Wienerlied vorbereitet, dann gibt es im Mai, am 23. Mai den Disney-Schwerpunkt. Das war quasi mein erster, den ich ohne den Herrn Regenfelder und den Herrn Regenfelder gemacht habe mit Kollegen. Und bin ich sehr stolz drauf. Und im Juni, vor der Sommerpause, noch am 27. Juni, ist der letzte Donnerstag Rock'n'Roll. Da sind eigentlich auch immer einige da, weil vor der Sommerpause sowieso ein Rock'n'Roll ist immer beliebt.